Harry sagt Hallo und guten Morgen. Ja, heute am Strand gesehen. Heute am 28. Wir haben wunderschönes Wetter. Es ist, ihr seht ja selber, richtig schön. Und vor uns einer, der mit einem Elektroboot, mit einem Elektro, ja, ein Surfbrett kann man nicht sagen. Es fehlt das Segel, der Antrieb elektrisch. Je schneller er fährt, desto weiter kommt er aus dem Wasser raus. Und ja, unser Morgenspaziergang hier am Strand von Cabarete. Es geht jetzt hier vorbei an den extrem schönen Hotelanlagen. Ich habe gestern bei Booking.com gesehen, Ocean Dream. Hier vorne, da gibt es ein Studio-Apartment, 40 Quadratmeter, also sehr groß für ein Studio, aber kein separates Schlafzimmer. Oh, in der zweiten Reihe, also mit Gartenblick, nicht mit direktem Meerblick, aber in der zweiten Reihe. Die Bewertungen für dieses Apartment habe ich gelesen, die waren sehr gut. Und für 6 Tage, genau mit Steuern und Gebühren, $300, also pro Tag $50. Und das ist, finde ich, für die Lage hier ein sehr, sehr guter Preis. Ich zeige es euch gleich nochmal von vorne. So, die Anlage ist es hier, diese Anlage, da ist dieses Apartment. Man kann das ja sehr leicht finden bei Booking.com. Schöne Poolanlage. Auf der anderen Seite ist im Abstand die Straße Richtung zur Sur. Nur mal so zur Information, man ist ja ein bisschen neugierig. Was kostet so? Und jetzt geht es erstmal zur Punta di Cabarete. Nein, nicht diese Richtung, sondern genau entgegengesetzt. So, das halbe Ziel, die Hälfte des morgendlichen Strandlaufs da vorne an der Ecke, da ist Valero Beach. Und das ist jetzt unsere Runde gewesen heute Morgen an der Punta di Cabarete. Hier ist der Übergang oder ist schon geografisch Punta Goleta, für den, der mal nachsehen möchte. Hier wieder unser Kite Beach mit den wahnsinnigen Vorführungen. Jeden Tag so ab 12, 14 Uhr, da ist hier richtig was los. So, wir treten auch wieder den Rückweg an. So, wir dachten, dieses Pferd hat eine lange Leine. Nein, das Pferd hat eine kurze Leine und hat sich nur irgendwo hier losgemacht. Also besonders viel Spaß am Wasser scheint das Tier nicht zu haben. Eher an dem, was da an Algen angekommen ist. So, aber er wird schon abgeholt. Oder das Pferd. Also alles im grünen Bereich.